Tag auch. Hier ist wieder den Otto Schibulski mit einem seiner töften Videos aus der Reihe Otto erklärt dich den Robot. Heute ein Beispiel von der Sozialgeschichte. Den wichtigsten Tag in der Woche beim Malochen, das war den Freitag. Da bekamst du deine Kohle, und zwar Cash auf der Kralle. Nix mit Kontoüberweisung. Ja, und da die Arbeit schweißtreibend und dreckig war, bist du mit den Kumpels von der Lohnhalle einmal über die Straße, ab in die nächste Pinte und hast mit 3 bis 18 Pilzken, früher war Export, erstmal den Staub und Dreck abgespült. Dann war die Kohle auch Fujikato. Es gab nur ein Problem. Die Angetrauten von der Malocher, die wussten ja, was abgeht. Wochenendrallye, Lohntütenball. Jo, und die mussten die ganze Brut durchfüttern. Die hatten ja alle 6 bis 8 Blagen am Arsch. Dafür brauchten sie das Haushaltsgeld. Ja, und wenn der Alte das Ganze versäuft, jo, muss die Brut hungern. Also standen die zwischen Werkstor und Pinte manchmal mit Nudelholz in den Flossen, um dem Alten die Kohle abzunehmen. Wie hieß das immer? Scheine gingen an Mutti. Die Münzen durften die behalten. Deshalb haben die beim Auszahlen auch immer gesagt, ey Keule, gib mich Kleingeld. Weil je mehr Münzen, desto mehr Bier. Hat aber auch nicht wirklich lang geholfen. Also haben sie mit dem Wirt ein spezielles System eingeführt, das hieß auf Latte trinken. Dafür wird ein Lattenbuch oder Lattentafel geführt. Da passen ja auch viel mehr Strichkes drauf, als wie auf so einen mickrigen Bierdeckel. Nur wenn die Latte am Anschlag war, dann musste sie löhnen. Jetzt musste sie Mutti Zaster stipitzen und so schnell es ging zur Pinte flitzen. Aber du kannst dich vorstellen, bei so einer Latte Striche hatten weder der Wirt noch die Malocher schnell ausgetüftelt, wie teuer die ganze Schoße war. Also dauerte die Rechnerei ellenlang. Ja, und das in so eine Kaschemme mit trockener Luft und alle sind am Quarzen. Jo, da hat es wieder Schmacht. Was hast du gemacht? Nächste Bierchen bestellt. Schwupps, fing dann alles wieder von vorne an. Jo, ohne Moos nix los. Jo, und in der Nähe von dem größten Werch von der Stadt lauerten natürlich auch die leichten Mädels. Die Bordsteinschwalben witterten ebenfalls ihr Geschäft und wollten ein paar Scheine abgraben. Guck doch mal, wo die Vergnügungsviertel entstanden sind. In Bochum an der Gussstahlstraße, direkt vorm Bochumer Verein. Die Einheimischen nennen das zärtlich den Eierberg. In Essen findest du das lokale Puffquartier an der Stahlstraße. Merkst du was? Das kannten wir schon im Kindergarten. Wir hatten von Toten und vor allem von Blasen nicht die geringste Ahnung. Aber wenn du mal was ganz Verruchtes, was Verbotenes machen wolltest, dann hast du dir Stahlstraße zugeflüstert. Wir wussten nicht, was da passiert oder wo das ist, aber das war bekannt, dass das da nicht koscher ist. Die Stahlstraße war direkt vor dem Werkstor vom Krupp'schen Stammwerk, von der größten Fabrik auf dem europäischen Kontinent. Das Werk ist lange weg. Die Mädels finden sie aber immer noch da. Und was ist heute nebenan? Das Arbeitsamt. Da kannst du gleich um die Ecke besen, um deine Stütze zu verhuren. Ist doch praktisch. Gewohnt haben sie alle in der Kolonie. Schön mit Stall und Garten. Im Stall hatten sie Kanickel oder Taum oder ein Schwein oder die sogenannte Bergmannskuh. Also jetzt nicht die Schwiegermutter, sondern eine Ziege. Manche sagen, kam aufs Gleiche bei rum. Im Garten wurde Kappes gepflanzt, ein paar Bönskes gezogen oder Gürkskes geerntet. Das mussten natürlich die Tussis machen. Wenn den Alten einen guten Tag hatte oder poppen wollte, dann hat er vielleicht mal so ein bisschen Unkraut gejätet. Und überall rannten Hühnerkes rum. Mit Eiern war man also versorgt. Zu besonderen Gelegenheiten ging man mal in den Konsum, die Zechenkonsumanstalt. Die Waren dort waren gut, aber nicht billig. Das heißt, man konnte sich das nicht immer leisten. Man musste in der Woche knippig sein.
Und wenn man sich da mal ein Ei kaufte, dann war das was absolut Besonderes, was man nicht immer hatte. Das war dann das Ei aus dem Konsum. Zum Abschluss tue ich euch noch ein paar typische Redewendungen aus dem Pott erklären. Warum heißt das Glück auf oder Zeche zahlen? Bei Glück auf wird gern behauptet, dass man, wenn man den Paps in die Tasche hat, mit Glück wieder auf nach oben aus der Grube kommt. Das ist totalen Pipifax. Man sagt Glück auf, weil das aus dem Erzbergbau kommt, wo man sich Glück gewünscht hat, damit sich eine Erzader am Auftun ist. Mit Zeche zahlen ist das ein bisschen komplizierter. Zeche hieß im Mittelhochdeutschen eigentlich Reihenfolge, Anordnung, wurde dann aber später zu Ordnung, geordneter Kreis und konnte Versammlungen, Gesellschaften und Bruderschaften aller Art umfassen. So meinte Zeche im Sinne von Bergwerk früher eigentlich die Vereinigung von Personen, die eine solche Grube betrieben. Das konnte sie nicht schlüren lassen, sonst war Hängen im Schacht. Also musste sie happig latzen. Mit ihrer Geldeinlage in die bergrechtliche Gewerkschaft bezahlten die Beteiligten also die Zeche, was heute noch als Ausdruck für das Blechen einer Rechnung verwendet wird. Die Bedeutung von Zeche als Gesamtbichelrechnung in der Pinte hat sich erst im 15. 16. Jahrhundert gebildet und in den Vordergrund geschoben. Schließlich saß man auch in der Spelunke nicht allein, sondern in durstiger Gesellschaft. Es sei denn, du bist ein echt fiesen Möpp oder so ein Schmierlapp, der nicht mehr alle auf der Latte hat. Den Ausdruck die Zeche zahlen gibt es ebenfalls seit dem 16. Jahrhundert. Falls du noch mehr rumstrunzen willst, Maloche kommt vom jüdischen Meloche und Penunzen vom polnischen Piet Njatze. Jetzt musst du kein Muffensausen oder einem am Appel kriegen, dass du dir noch und nöcher Sprüche reinziehen musst und nix mehr am Peilen bist. Ich wollte ja nur ein bisschen Butter bei den Fische tun. In den Hotte sein Ruhrpott-Quiz, was du auch schön buchen kannst, kommen noch mehr so typische Fragen über die Ruhrgebietssprache vor und auch noch zu allen anderen Themen, die du dir nur so vorstellen kannst. Das geht von Geschichte bis zu Wirtschaft, von Verkehr bis zu Essen und Trinken und endet bei Sexenkreim. In diesem Sinne, bis die Tage, euer Hotte.